Unsere Eins im Tor, Michael! Apfel, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist. Wir können jetzt das erste Mal erst sprechen, seitdem du wieder spielst. Wie fühlt es sich an für dich nach dieser unfassbar langen Zeit? Ja, es fühlt sich natürlich ein bisschen unfassbar, dass ich wieder auf der Platte stehe. Von Gefühlen nach meinen zwei tuppigen Knie war es fast Karriere aus. Aber jetzt stehe ich hier. Und das fühlt sich auch wie früher an. Vor allem ist es super geil, hier auf wieder in der SAP Arena für unsere Fans zu spielen, Geisterspiele. Ich freue mich riesig. Hat leider nicht geklappt heute, wenn ich mein erstes Spiel angefangen habe. Aber ich hoffe, dass in Zukunft, dass wir noch viele Siege hier zusammen feiern können. Das hoffen wir natürlich auch. Apfel, insgesamt, wie viele OPs hattest du jetzt in dieser Zeit? Ja, es war vier OPs innerhalb eineinhalb Jahren da. Das war sehr anstrengend und sehr komisches Gefühl für mich, auch nicht Handball spielen so richtig näher zu können. Ich habe fast 10 Jahre Bundesliga durchspielen können und jetzt auf einmal so lange weg zu sein, aber her wieder zu spielen und jetzt mit den Jungs unterwegs zu sein, kommt man schnell zurück in dieses Gefühl und genießt das noch mehr. Wir haben dich unfassbar vermisst, Apfel. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Lass uns ganz kurz über das Spiel von heute sprechen. Man muss natürlich so ehrlich sein, Berlin ist momentan vielleicht nicht ganz unsere Gewichtsklasse, aber trotzdem fand ich die zweite Halbzeit super. Ja, finde ich, also das haben wir auch mal gezeigt, diese neue Mentalität, weil ich finde, was ich in die Mannschaft reingekriegt habe, dass wir nicht den Angst haben, jetzt um zu verlieren, sogar den Willen zu gewinnen. Aber ich finde, erste Halbzeit haben wir uns selber ein bisschen enttäuscht. Wir sind ja nicht so frei in die Köpfe, dass wir gegen so eine Mannschaft diese Leistung, was man braucht, um die zu schlagen. Und ich glaube, da müssen wir mitnehmen. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir können das noch besser machen. Das wollen wir auch jetzt für jedes Spiel besser werden. Und jeder Schritt, was wir jetzt nehmen mit dieser Mannschaft, ist auch gut für die Zukunft. Und ja, so müssen wir das nehmen, jedes Spiel. Und ja, wir können das auch besser machen. Trotzdem, heute fand ich eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit. Da ziehen wir alle den Hut vor. Vielen, vielen Dank. Unser Spieler des Tages heute, unser Eins im Tor, Michael!